In diesem Film wollen wir uns nun anschauen, wie wir Perspektiven für das Layout, also für den Plan, erstellen können. Wir sehen hier nun die fertige Baugrube und wir wollen nun eine Isometrie erzeugen. Wir wechseln dafür in die Bauwerkstruktur und klicken uns eine leere Zeichnungsfolie an. Mit ein, zwei Parametern können Sie die Einstellung der Perspektive sehr einfach und schnell festlegen. Mit Alplan 2017 haben Sie hier diverse neue Möglichkeiten, um schnell die Perspektive zu verändern, zu kopieren und zu modifizieren. Exemplarisch wähle ich jetzt bei der linken Ansicht eine andere Perspektive und verändere noch etwas die Formateigenschaften. Die generierten Ansichten können beliebig auf dem Teilbild platziert werden und auch auf dem gleichen Dokument noch beschriftet werden. Wir wollen uns nun gemeinsam mal anschauen, was passiert, wenn die Baugrube nochmals geändert werden muss. Ich wechsle dafür nochmal auf das Baugruppenmodell und ich möchte nun diese Bärme oben entfernen. Ich aktiviere mir die Bärme, lösche diesen Modifikator weg und ändere beim EG noch die Begrenzung in der Vertikalen, dass die Böschung wieder bis ganz oben durchgeht, also die maximale Böschung auf 0. Wir wechseln nun zur Kontrolle nochmals auf die Isometrie und wir sehen, ohne einen weiteren Klick habe ich jederzeit eine aktuelle Perspektive. Das ist eine sehr feine Sache, die mit Alplan 2017 eingeführt wurde.